Bei einer Magenspiegelung, einer Gastroskopie, müssen Sie im Vorfeld der Untersuchung auf die Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitsaufnahme am Tag der Untersuchung verzichten und erhalten dann eine Schlafspritze, die Sie in den Tiefschlaf versetzt. Anschließend wird das Gastroskop, ein langer Schlauch, über den Mund in die Speiseröhre eingeführt und untersucht anschließend den Magen und den oberen Dünndarmanteil auf Auffälligkeiten wie zum Beispiel Entzündungen, aber auch bösartige Erkrankungen oder aber auch Blutungen und nimmt dort entweder Gewebeproben oder bringt diese Blutungen zum Stillstand.